Wir sind heute Nacht kurz nach 2 Uhr auf die A8 Lehrenberg Richtung Karlsruhe alarmiert wurde zum LKW-Brand. Auf der Anfahrt kam die Meldung, dass der LKW in Vollbrand stand. Das haben wir dann auch vorgefunden. Der LKW-Auflieger hat komplett gebrannt. Die Zugmaschine war vom Fahrer bereits abgekoppelt und steht 100 Meter vor dem brennenden Auflieger. Das heißt, die Zugmaschine ist nicht betroffen. LKW ist mit Baumwolle-Rollen beladen, der komplett in Flammen gestanden ist. Ja, wir haben die Autobahn gesperrt, dass wir gefahrlos arbeiten können. Wir haben dann sehr schnell die Brandbekämpfung eingeleitet. Mit 3 Löschrohren sind wir im Einsatz. Es sind insgesamt 3 Feuerwehre hier vor Ort. Das ist die Feuerwehr Lehrenberg, Rudesheim und jetzt auch Heimsheim. Wir müssen jetzt gemeinsam mit dem THW die Rollen vom LKW runterladen und nachlöschen. Das machen wir außerhalb der Autobahn, dass wir die möglichst schnell wieder freikriegen. Das THW unterstützt uns mit dem Radlader hier, dass wir möglichst zügig vorankommen, dass wir die Autobahn wieder freikriegen, bevor der Berufsverkehr dann Vollgas ausgeht. Durch den Wind, der die Rauchentwicklung komplett auf die Gegenspur rübergeweht hat, also der ist nicht nach oben gestiegen, sondern parallel jetzt hier zur Straße komplett über die Autobahn gezogen ist, das wäre zu gefährlich gewesen für die Gegenfahrbahn, da durchzufahren. Die haben nichts gesehen. Aus Sicherheitsgründen ist die momentan gesperrt. Ich denke aber, dass sie in Kürze wieder freigegeben werden kann. Zumindest, dass sie mit 60 durchfahren können. Die Rauchentwicklung wird sich noch eine Weile ziehen, bis wir komplett entladen haben. Vor Ort sind wir aktuell mit der Feuerwehr mit ca. 50 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen. Unterstützt, wie gesagt, vom THW. Genau, wir haben auf der Autobahn keine Löschwasserversorgung. Das heißt, wir haben mit 3 Tanklöschfahrzeugen Pendelverkehr eingerichtet, die außerhalb von der Autobahn Wasser auch zu sich genommen haben, dann wieder hierher an die Einsatzstelle gebracht haben. Wir haben hier ein großes Puffer-Fahrzeug stehen, das man dann mit Wasser befüllt hat, um dann von dem einen Fahrzeug aus die Löschmaßnahme durchzuführen. Und 3 Fahrzeuge sind im Pendelverkehr gefahren, dass man genügend Wasser da hat. Das hat hervorragend funktioniert, weil wir hier nur 500 Meter von der Autobahnausfahrt weg sind. Wir können gegen die Fahrbahn wieder einfahren, das kurze Stück, weil ja die Autobahn komplett gesperrt ist. Von dem her war das eigentlich kein Problem für uns. Ist nicht schwierig zum Löschen, aber dadurch, dass der Sattelauflieger komplett voll war und sich das halt komplett reingefressen hat, muss man es auseinanderziehen, dass man halt die letzte Glutnester ablöschen können. Genau. Löscharbeiten, so lange bis wir es ausgeladen haben, da sind wir jetzt ein Stück weit vom THW abhängig mit dem Radlader. Ich denke, das geht schon noch eine gute Stunde. Dann muss der Abschleppdienst, also das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Ich denke, die müssen mit dem Kran auf einen großen Aufleger hieven, um dann den Sattelanhänger dann wegzutransportieren. Der ist nicht mehr fahrbereit. Also das kann sich schon erzählen, bis der dann komplett hier freigeräumt ist, die Autobahn.
Von der Feuerwehr Lehrenberg zu einem LKW-Brand auf die A8 am Parkplatz Höllberg alarmiert. Dort hat ein Sattelauflieger mit Garn Feuer gefangen. Die Löscharbeiter haben sich schwierig gestaltet und das THW wurde angefordert mit Radlader, um beim Entladen des LKWs zu helfen. Also im Moment sind wir mit 8 Einsatzkräften hier im Einsatz und unterstützen die Feuerwehr mit Unteratemschutz den LKW mit Hilfe des Radladers zu entladen. Dann wird es das Brandgut von der Feuerwehr abgelöscht und wird dann von unter anderem einem Fahrzeug vom THW und einem von der Feuerwehr an eine separate Stelle gefahren, wo das dann nochmal separat und dauerhaft abgelöscht wird. Der Bagger, das ist ein Radlader, den haben wir aufgeladen auf den Tieflader und sind dann im Gespann hierher gefahren. Hat sich auch bei der Anfahrt natürlich ein bisschen schwierig gestaltet. Durch die Vollsperrung gab es logischerweise auch wieder ein bisschen Rettungsgassenprobleme und im LKW mit Anhänger tut sich in der Rettungsgasse generell ein bisschen schwerer. Genau, der arbeitet unter leichtem Atemschutz, um sich gegen die Rauchdämpfe zu schützen und hat im Endeffekt eine Atemschutzmaske mit einem Filter auf. Also insgesamt sind wir mit 3 Fahrzeugen und einer Baumaschine, dem Radlader, im Einsatz. Im Moment lässt sich schwer abschätzen, da es schon ein aufwendiges Verfahren ist beim Abladen und beim Ablöschen, aber ich denke, wir reden schon noch von ein paar Stunden.
arbeite für eine holländische Spedition, habe hier auf dem Parkplatz meine Standzeit gemacht und wollte jetzt nach 11 Stunden weiter. Und das geht natürlich nicht, weil hier die Autobahn gesperrt ist und das ist im Moment noch nicht absehbar, wann das hier weitergeht. Ja, im Radio kam nur die Durchsage, dass die Autobahn gesperrt ist. Und nachdem ich aufgestanden bin, habe ich das Blaulicht gesehen. Eine Stunde vorher vielleicht ein immenses Gehupe von LKWs und teilweise Polizeisirene. Und gut, wie ich dann aufgestanden bin, habe ich das ganze Blaulicht gesehen, habe mich hier bei der Feuerwehr informiert und die sagten, das kann wohl noch einige Zeit dauern. Nein, im Moment bin ich auf dem Weg zur Ladung für Holland und Deutschland. Und da muss das halt immer ein bisschen warten, nützt ja nichts. Wir befinden uns auf der A8, kurz vor der Anschlussstelle Heimsheim, bei einem komplett ausgebrannten Tieflader. Die Bergungsarbeiter gestaltet sich etwas schwierig, weil wir mit dem Bergegerät nicht an die Unfallstelle vorkommen, da keine Rettungsgasse ist. Wir warten aktuell noch auf den Telekran und auf den Tieflader, dass wir das ausgebrannte Fahrzeug anheben können und dann abtransportieren. Sobald die restlichen Einsatzkräfte von uns eingetroffen sind, circa eine Stunde bis anderthalb. Ja genau, aktuell lassen wir den Verkehr abfließen, dass das restliche Bergegerät dann an die Einsatzstelle vorkommt. Wir lassen voraussichtlich eine Spur laufen, dass der Berufsverkehr abfließen kann. Sollte es zu Komplikationen geben, wird die Fahrbahn erneut nochmal komplett gesperrt.